Und damit wieder Ahoi und herzlich willkommen zurück hier bei der Anno 1404 History Edition zusammen mit dem Össi vom Plüschmoos. Oh, bonjour, mes amis. Hallo, Venner. Na, ich habe gehört, wir sind heute ausgeschlafen. Wir sind ausgeschlafen und bereit für eine neue Folge in einer neuen Session. Erkennbar an meinem geilen Oberteil. Das möchte ich jetzt auch sehen. Ich habe übrigens erfahren, das hat mir ein Streamer-Kollege gesteckt, es gibt tatsächlich für OBS, leider nicht für Streamlabs OBS, aber fürs normale OBS, gibt es ein Plugin, wo man sein Webcam-Dingens übertragen kann zu jemand anderem, damit man quasi beide Webcams auf beiden Sichten zeigen kann. Aber es geht leider nur bei OBS, beim Original-OBS. Oh, also nicht bei Streamlabs OBS. Nee, leider nicht. Ja, schade, schade. Das hat mich auch sehr hart getroffen, muss ich sagen. Vielleicht war es aber auch dein Knüppel. Mein Knüppel? Bei mir, ich weiß gerade gar nicht, vielleicht ruckelt es ein bisschen. Ich kann es gerade nicht einschätzen. Ich hoffe natürlich nicht. Das wäre höchst unwahrscheinlich auch. Ja, da kann nichts ruckeln. Ja, wobei eigentlich doch nicht. Wir hatten es ja in den letzten Folgen ein paar Mal, wo das so hart angefangen hat zu ruckeln, ne? Aber nur, wenn man rausgetappt hat. Kam da gerade ein komisches Update? Mein Fisch geht runter, sehe ich gerade. Man muss kurz mal die Hosensteuer aufmachen, dann ist das Lager wieder voll. Boah, wenn du, weißt du, direkt neue Folge, neues Glück, direkt wird wieder vergrault hier. Ah. Oh, nee, die Kategorie ist nicht richtig. Lisa, könntest du bitte die Kategorie korrigieren auf Anno 1404? Das habe ich eigentlich gemacht, aber anscheinend nicht übernommen. Naja. Interessant. So, hoch. Wollte ich gar nicht. Pausiert. Nee, das war nicht der Plan. Ihr habt ein gutes Geschäft. So, ein gutes Geschäft direkt zu Beginn. Zwei gute Geschäfte. Drei gute Geschäfte. Man muss erstmal ein bisschen Carsten hier. Was hat denn der Carsten jetzt damit zu tun? Alle Geheimkabinette auf dieser Insel. Das ist ja interessant. So, warte mal. Ich glaube, den übernehme ich gleich. Dann fahre ich mir hier runter. Mach da ein. In Hodenreuth ist ein Sandsturm unterwegs. Ich habe nur fegt über eine Insel gehört und dachte mir so, oh nein, bitte nicht schon wieder ein Tornado. Warte mal, Hodenreuth ist deine, ne? Nee, ist meine. Ach, nee, hier die Kaffeeinsel. Deine, ja. Ja, ach komm, weißt du was, ja, komm. Ist das eigentlich meine hier? Nee, ist deine. So langsam wissen wir nicht mehr, wem was gehört. So, ja, das ist Fortnite. Ich wollte mal gucken, Fortnite. Kann ich hier eigentlich einen Tab duplizieren? Geht das? Nein, das geht nicht. Das finde ich sehr dubios. Ja, absolut. Anno. Oh, ich glaube, da gehen wir gleich mal verticken, wa? Warenrechner. Mach ich mir den so nochmal auf. Brauchst du Brillen? Ich persönlich ja. Da meine Brille ziemlich im Arsch ist. Aber die kommt da auch nicht raus. Deine Leute nicht zufällig, oder? Nee. Hab mehr als genug. Okay. Ja. Weil ich gerade über 500 Tonnen habe, die ich nicht brauche. 260. Wir brauchen 11 Fischerhütten. Ja, machen wir mal so nicht. Geh ich nochmal verticken. Ja, das macht der Ossi immer so. Ja, komm, Bettlermeister, kommen Sie ran. Ich nehme Sie an. Was? Das passiert. Was machst du mit dem armen Bettler? Tja, ich nehme die an, um die Aristokraten zu verunsichern. Ach so. Zu verunsichern in ihrer Rolle. So, gerade mal eine Vogtei gebaut für mehr Übersicht. 9 Kaffee. Fischereien haben wir. Das sind 2 zu wenig. Ja, allerdings. Unerhört. Ich brauche mal ein orientalisches Markthaus. Brauchst du das? Oder rauchst du das? Ach, hier ist eins. Ja, das nehme ich. Ich benötige. Ich benötige. So, warte, wir brauchen noch mehr Fischerhütten. Die Küste hier unten ist doch eigentlich genial. Schöne. Alter, da kannst du 2 Hafenmeistereien hinbauen, so fett ist die Küste. Ich kann leider nicht weiter die Kontrolle über mein Leben verlieren, weil meine Küste schon so gut wie zugebaut ist mit Fischerhütten. Das schmerzt mich sehr, muss ich sagen. Dann hast du aber schon fast maximal die Kontrolle verloren, mein Junge, ne? Da musst du aufpassen. Oh ja, ich bin schon hart am Wind, könnte man sagen. Hart am Wind. So, ich muss ganz kurz gucken. Fortnite. Hab eben den Stream laut angehabt in einem Patientenzimmer. Einzige Patientin, die nicht im Wachkoma ist. Und sie hat gesagt, dass ihr beide sehr tolle Stimmen habt. No. Ja, Grüße gehen raus an die unbekannte Patientin.
An die unbekannte Schönheit. Viele Grüße und viel, viel Liebe und Genesung. Genau, auch das. Also auch die einzige Patientin, die nicht im Wachkoma ist, ist auch schade eigentlich. Ja. Okay. Eine Bevölkerung fühlt sich krank. Meine Bevölkerung fühlt sich krank. Das ist nicht normal gut. Bei dir. Pauli, erstmal bis später. Ich muss und, mal. Krümelchen, ich schaue gerade mal, ob ich das hier ändern kann. Moment. Wo ist denn das Dashboard? Ja, okay, der Arzt, der will das schon machen von da oben hin. Da bin ich zuversichtlich. Ja. Dann fixen wir das mal schnell. Wie sieht das aus mit euch? Ihr ackert hier schön. Yo, Kaiserdomfenster. So. Hier wird geaggert. Die Kategorie dürfte voran. Jetzt richtig sein. Geht voran. Dann nochmal gucken. So. Ich vertick mal ganz kurz hier. Ja, Kampagnen gibt es ein Item im großen Sinn, hat man plus 10% Aufstiegsrechte für Adlige. Vielleicht gibt es das auch hier. Boah, das Ding wäre natürlich lecker. Ein Item vom Großvisier. Plus 10% Aufstiegsrechte für Adlige ist schon, wenn du da ein paar hast, das klingelt schon in der Kasse, ne? Das klingelt auf jeden Fall. Das hat eine Wahrscheinlichkeit von 0,5%. Uiuiui. Und nur, wenn man den Kaiserdom gebaut hat. Ey, wir gar nicht wissen, was das Ding kostet. Der Kaiserdom oder was? Wenn man den Kaiserdom hat, dann kriegt man wohl beim... kann man dieses Item bekommen. Mit 10% mehr Aufstiegsrechten bei den Adligen. Das ist schon heftig. Uiuiui, guck mal. Also Adlige, die kloppen ja rein, ne? Ja, die kloppen ordentlich. Ich meine, klar, gibt natürlich mehr zu versorgen, aber... Okay, pass auf. Das hat sich gelohnt. Das war ein sehr gutes Geschäft. Eieieiei. Muss ich gerade mal gucken, kann ich eigentlich, das wäre ja super Handy, kann ich vom Handy aus Umfragen und so einen Spaß starten? Er kann Werbung schalten, das ist ja total toll. Nee, ich will Umfrage starten. Lass mich die Umfrage starten. Das gibt man mal. Vielleicht über... Warte nochmal. Ich bringe die mal nach oben. Ich glaube nämlich, damit können wir die Verstecke entdecken und 1000 dann ausräuchern möglicherweise. 1000 Ruhm kostet dieses Item. Gut, das ist bei uns jetzt kein Problem mehr, ne? 1000 Ruhm. Ja. Leute, was meint ihr? Ihr könnt mal in Zahlen im Chat schreiben. Oh. Eins für, wir bauen hier noch mehr Häuser hin. Und zwei für, nie reicht an Häusern. Wir lassen die jetzt noch einmal aufsteigen. Der Wende macht schon wieder seine Live-Let's Play-Shenanigans. Ja, natürlich. Ich gerade mal die lange Wurst hier an, Alter. Ja, ich bin halt überlegen, die Wurst noch zu verlängern. Und bitte vernünftige Votes. Auch du, Zantal. Auch du. Null gibt es nicht. Eins für mehr Häuser und zwei für genug Häuser ausbauen. Eins für... Nee, was habe ich noch? Jetzt bringt ihr mich selber durcheinander. Ja, also eins für mehr Häuser und zwei für behalten und ausbauen. Drei. Was macht der? Oh, schon wieder Brillen zum Verkauf, Alter. Boah. Eins, also eins. Bei Brillen sage ich nicht nein, tatsächlich. Das ist ja lecker. Sünder! Es gibt beim Lord einen Wal, also ein Item, wo der Wal neben dem Boot schwimmt. Hä? Vor allem, wer ist der Lord? Ich denke mal Richard Northburg oder wen? Gucken wir mal. Andere Lords gibt es ja nicht so wirklich, ne? Ja, waren das hier? Achso, Geschosse? Unter welchem Ding ist das dann hier? Unter welcher Bevölkerungsgruppe? Hartgesottener Obermaat, das kann nur Ossi sein. Moin, ne? Der Sandsturm ist vorbei. Ja, er hat sich gelegt. Sag mal, Ossi, hast du gerade neu gewürfelt? Ja. Entschuldigen Sie bitte. Da ist eh nichts Gutes dabei, ich habe schon mal durchgeguckt. Ja, hol dir mal die Zollwaren für Pelzmäntel, die lohnt sich. Pelzmäntel sind teuer. Ich hab schon. So. Okay, ich sehe sehr viele Einsen. Verzeihen Sie. Ich habe gerade mein Mikrofon gebitchlappt. Das war nicht für... Timion, ahoi. Nicht gewollt, auf jeden Fall. Okay, wir bauen also noch ein paar mehr Hütten. Da wollen wir hier mal ordentlich den Hüttenkäse rocken, würde ich sagen. Da brauchen wir erstmal ein paar mehr Dingens. Da hat sich gut aus, die Lederwämser gehen runter aus irgendeinem unerfindlichen Grund. Aber das Problem hatte ich auch, tatsächlich. Das waren einfach zu wenige ab einem gewissen Punkt. Das waren einfach zu wenige. Das sind drei, ne? Ja. Eins, zwei, drei.
Achso, das war ja gerade die Pelzmäntelschmiede. Die brauche ich eigentlich nicht. Dann packe ich da einfach noch eine andere hin. Hier eine Lederwemserei. Wie heißt denn das? Kirschnerei oder so? Lederwemserei. Eine Gerberei. Zeit für eine Lederwemserei. Du bist auch so eine Lederwemserei. Junge. Okay, ja, was soll man sagen? Verbaut. Der Ossi. So. Ne? Brot haben wir. Brot und Spiele sind auf jeden Fall. Bier ist auch vorhanden. Wo du gerade Spiele sagst. Turnier. Können wir, dürfen wir? Ich kann nicht, leider. Ah. Mich lässt er nicht. Uiuiui. Die Sohle wird knapp. Er muss. Das wird teuer. Sohle. Alles Sohle. Alles Sohle oder was? Alles Schuhsohle hier. So. Okay, dann machen wir hier mit dem Hüttenbau gerade mal weiter. Ist aber jetzt aber gut hier. Wasservorräte, Hilfe. So. Im Al-Hakim eröffnet mir schon wieder eine Möglichkeit, aber darauf habe ich leider keine Lust. Gerade. T-Cube, danke. Ahoi, T-Cube. Hier könnte ich auch noch eine Lederwemserei hinbauen, aber brauchen wir, glaube ich, nicht. Wenn ich jetzt mit dem einen da nicht, das müsste funktionieren, schätze ich mal. Der Osti, der macht, glaube ich, schon wieder Menschenexperimente gerade. Ich spanne die hier aufs Rad und dann lasse ich die durch den Fluss fahren und gucke, wo am besten die Lederwemser gedeihen. Ja, du kannst ja auch einfach direkt die Leute ledern, die du als Versuchsobjekt nimmst. Ich glaube, das spart Ressourcen, oder? Ich leder dir auch gleich einen. So. Also, herzlich willkommen auf jeden Fall an den T-Cube, der gerade dazu gejoint ist. Herzlich willkommen und vielen Dank für den Follow. Ich habe das Gefühl, ich muss mal meine Produktion noch ein bisschen überprüfen, weil meine Bilanz ist doch nicht ganz so gut, wie ich sie gerne hätte. Eure Bilanz ist Mangelware. Ja. Eure Bilanz geht sonder. Ja. Oh, es wird gespeichert. Ach nee, es hat nur kurz hinterher geladen. Ja, bitte nicht kaputt gehen, Spiel, danke. Ich wäre dem Spiel sehr verbunden, wenn es stabil bleibt. Ja, ja. Das fände ich auch sehr gut generell. Ah, der T-Cube fragt gerade, was sonst noch so gestreamt wird. Also heute Anno, obviously, ja, hast du selber schon erkannt. Generell ist es tatsächlich eine gute Frage. Wir haben jetzt, der aktuelle Plan ist, dass wir meistens einmal in der Woche Anno 1404 machen, wie jetzt gerade als Live-Let's Play. Meistens freitags Northgard, am Samstag Spielentwicklung tatsächlich. Da basteln wir an unserem eigenen Community-Game. Ja, bleiben eigentlich noch so Mittwoch und in Anführungsstrichen Montag, wobei ich an einem fixen Tag gerne noch Oblivion machen würde, so quasi als Retro-Ding irgendwie und einen Tag freihalten für, ja, gucken wir mal, worauf die Leute Lust haben und so, ne? Das ist so der ungefähre Plan, also so, Lisa, kannst du gerade nochmal bitte den Streamplan posten im Chat? Dann siehst du auch nochmal, zu welchen Zeiten und so, ne? Da wird gepostet und gemacht und getan und ich gucke hier immer noch, ich habe immer noch nichts bewerkstelligt, außer dass ich jetzt mal gucken wollte, warum hier meine eine Kälterhütte nicht ordentlich kältert. Mir ist gerade nochmal der Inselname hier aufgefallen. Kein Holz. Ach. So. Holdenreuth oder was? Bitte? Nee, der Insel, der Name der Insel, auf der ich gerade hier am Weiterbauen bin. Die Ach. Es ist mir eben wieder aufgefallen. Oh. Aber jetzt brauchst du da doch noch einen rechten Winkel rein, oder was? Was? Nein, in deine Siedlung. Nee. Nee, das wird nach oben hin nochmal verlängert. Ja, wir machen hier eine hochchirurgische OP. Ja, das wird alles noch ausgebaut. Loot Hero, wenn du auf Pixel... Gefällt mir sehr gut, muss ich sagen. Gefällt mir sehr gut. So, ich... beobachte hier nochmal. Fisch ist ja... Kriegen wir hier noch irgendwo einen unter davon? So, der Ossi schon wieder auf der Suche nach den Fischen. Ja, die Fische, die... Da braucht er auch Butter. Ja, hier oben könnte ich noch ein paar Hütten hinstellen. Sagen wir mal so, nicht? Beim Venezianer gibt es ein Item, auch vor dem Dom. Das macht die Wasservorräte unendlich. Oh, aber die Nurien sind dann halt teurer. Ja gut, das dürfen sie auch Wein. Das sein dürfen sie weinen. Ja auch. Beim Venezianer, okay, da muss ich jetzt mal gucken, warte mal. Das war nur eine Frage. Ich muss mal die ganzen Dinger hier freischalten beim Venezianer. Warte mal, komm mal ran hier auf den Meter. Die Dinger hier. Alle. Und das hier, alle Items. So. Machen wir das mal so. Haben's ja. So, ist die Frage, wo gibt es das? Mann, jetzt nimm den Weg. So, nimm den Weg.
Ressource? Mann, oh Mann, oh Mann. Weißt du das, ab wann, ab welcher Bevölkerungsgruppe das dann kommt? So, kam vor kurzem raus, schaue ich mir gerade an. Viel mit Taktik zu tun. Okay, kannst du mir gerne mal bei Discord schreiben? Dann würde ich da vielleicht auch nochmal reinschnuppern. Die würde ja wie beim alten 1404, wo du deine Hausleiste gebaut hast. Entschuldige bitte, Wohnpenis hieß das, ja? Das war der Wohnpenis. Ich bitte dich. Wir wollen mal hier bei den korrekten Begrifflichkeiten des Bauens bleiben, ja? Der gute alte Wohnpenis, das war ja noch sein. Der Ossi kennt das, der hat da nämlich auch im Plattenbau gelebt. Hat da quasi sich eine günstige Wohnung gesnackt und dann lief der Lachs. Ich habe beim Venezianer eigentlich fast alles und soweit ich weiß, meine Norie nicht unendlich. Ja, es soll wohl ein Item sein, was man kriegen kann. Ein Item. Ein Item. Ein Item. Ein Item, genau. Guck ich mal. So. Ich helfe euch gerne aus. Wir berechnen gleich nochmal, wie viele Hütten-Dingens wir brauchen. Der Thermomix will 1000 Taler überweisen. Oh nee. Spielewatch Game Vorschläge Channel, wer war's? Ja, bin ich auch dafür. Das könnten wir eigentlich mal machen. So ein Ding könnten wir eigentlich mal machen. Würfel einfach, das kommt dann. Hm. Okay, dann muss ich aber allem würfeln. Deswegen war die Frage ja, bei welcher Stufe. Aber komm, wir nehmen mal die höchste gerade. Haben wir halt Geld. Nehmen wir mal die höchste, nicht? Oh ja, da ist schon mal nichts dabei, glaube ich. Oh, im Hintergrund schöne Anno 1701 Musik, so gefällt mir das. Und ich glaube, ich werde jetzt mal mich dran und drauf machen, hier so langsam den Kaffee auf der Nebeninsel mal einzulaufen. Ja, klingt lecker. Oh, wir würfeln die einfach alle. Ist erhöhter Wasservorrat? Okay, dann gibt's den vielleicht mehr mal. Tüchtige Ochsentreiber, das kann nur der Ossi sein. Hallo, ich bin es. Okay, der bringt aber nur 10%. Das heißt, der bessere wird wahrscheinlich auch hier dann irgendwie kommen. So. Das ist Geld, ja. Achso, ich muss jetzt in den anderen. Da ist ja gar kein Hafen mehr. Ich muss jetzt hier oben hinfahren. Fällt mir gerade auf. Thermomix, das ist kein Bug. Das muss, wir müssen das manuell durchführen. Das autorisieren wir manuell und überweisen wir manuell. Und erst wenn das durch ist, dann ist das Geld hier bei Twitch auch weg. Und der Sultan hat auch mal wieder einen Auftrag für mich. Mensch, das ist ja nett. So. Da freue ich mich aber. Der alte Sultan. Der Sultan. Du kannst natürlich Aufträge jederzeit auch manuell dir reinholen, ne? Ja. Lieber Ossi Genossi. Aber ich möchte ja eigentlich gar nicht. Der überrumpelt mich nur immer so sehr. Da stehst du doch drauf. Ja, das kann ich nicht verneinen, auf jeden Fall. So, erstmal noch Stein und Werkzeug, da tue ich mir einfach im Norden. So ist ja nicht. Im hohen Norden? Im hohen Norden. Bitte? Bitte? Was habe ich da gerade gehört, Ossi? Ja, ich weiß auch nicht so genau. Da hat ganz kurz zum Ohr gejuckt. So, jetzt gucken wir mal, wie ich hier die Moschee platzieren muss, dass das funktioniert. Oh. Die Sultansmoschee deckt ja alles hier ab, ne? Jo. So, warte mal, wir haben ja hier eigentlich ohne Ende Baumaterialien. Da können wir eigentlich noch mal ein bisschen mal drüber schippern. Normalerweise, ich kaufe das ja immer ein. Sase, ich grüße dich. Ahoi, moin. Schön, dass du da bist. Ich schippe jetzt mal ein bisschen was drüber. Ich klaue dem Ossi einfach seine Baumaterialien. Hören Sie mal. Und die nehmen jetzt aber selber. Nein, das ist sehr legal, Ossi. Das ist sehr legal. Höchst legal, ja? Ja. So, Strike Fox, vielen, vielen Dank. Oh, hast du verschenkt. Das aber sehr, sehr edel von dir. Ich danke dir. Und Timion, viel, viel Spaß dir mit dem Sub. Der Wenne farmt schon wieder Einnahmen, ne? Ich farme natürlich. Immer am Farmen. Deswegen, eigentlich müsste ich mir so Bauernklamotten anziehen. Dann kann ich auch sagen, dass ich farme. Du bist schon so ein Bauer. Ja, das habe ich mir von dir abgeguckt. Ja. So, Nanü. Draco, auch dir vielen, vielen Dank für den Follow. Meine Güte, was heute für eine Draco Malfoy Follow dir oder was ist da los? Ja, das ist richtig. Aber erst der Coole. Erst der Coole, der Spätere. Der Spätere. Das war ja auch so ein Ding, ne? Irgendwie, für die Leute, die Harry Potter geschaut haben, irgendwie gefühlt die ganze Filmreihe über habe ich den Jungen einfach nur gehasst. Dieser schmierige, weiße, irgendwie so, ah. Und dann ab einem gewissen Punkt, das war glaube ich da, wo Harry ihn dann gerettet hat, hast du einfach gemerkt, wie es in dem Jungen gearbeitet hat. Und dann habe ich so gedacht so, ah Mann, der ist eigentlich gar nicht so ein Arsch. Der hat nur keine andere Wahl. Oh, wie mich das aufregt. Ich hasse seine Eltern. So. Support, ich grüße auch dich. Ahoi. Moin, moin.
So. Ja, da haben wir alle unser Päckchen zu tragen mit dem Drago. Drago. Drago Milfoy. Milfoy? Was? Milfoy, Alter. Oh, sie schämt dich. Über die Planke mit dem Jungen, sag ich da nur. Über die Planke. Ich stolper schon so schnell ich kann. Unglaublich, unglaublich. Dann das nennt sich Obermaat. Das nennt sich dann Obermaat. Der hat einen leichten Job, der Junge, oder? Das kann man sich erlauben. Ja. So, die haben jetzt alle hier Glauben, ne? Jo, da kannst du aber dran glauben. Ja, wohl krass sagen, die verlieren bald den Glauben, wenn das so weitergeht. So. Die kommen vom Glauben ab. So, da würde die sich doch richtig gut machen, ne? Ja. Dann hierhin. Dann spare ich mir wieder ein bisschen Geld. Jetzt hier, ne? Alter, 361 Häuser. Lieber Ossi, 361. Irgendwie ist die Form von diesem Ding immer seltsamer. Ach du Scheiße. Au. Was ist hier denn passiert? Brauchst du einen Sternzerstörer oder was? Ja. Nee, weiß ich noch nicht. Ich mach mal hier lieber noch ein bisschen weiter, damit die Form schnell unkenntlich gemacht wird. Der Wende baut sich einfach seine Slums zusammen. Weil ja. Das sieht fast so schlimm aus wie in Anno 1800 dann später. Es ist einfach eine Wüste aus Häusern. Ja, aber weißt du, das muss halt manchmal auch. Wie kein Holz? Wo ist das Schiff? So. Sehr gut sieht das aus. Sehr, sehr gut. Wende? Ja, bitte? Möchtest du in der nächsten Folge weiterbauen an deinem Holzpenis oder wenn was das da sein soll? Wenn ich noch diesen einen Teil hier abschließen darf, dann ja. Aber natürlich darfst du. Das ist mir, wäre meine Freude, wenn du das tätest. Oh. So, dann kriegen wir hier noch. Jawohl. So. Hören Sie mal. Marie stöbert hier einfach meinen Schergen auf. Wo sind wir denn hier? Ja, die hat einfach mal ihr feines Näschen eingesetzt und hat dann nur so geschnuppert, so. Das ist unbiblisch. So, und dann hat sie ihn gefunden. Unbiblisch, das ist ja auch mal ein Wort. Ja. Du, das ist ein real existierendes Wort, Ossi. Es ist real. Da kannst du auch einkaufen gehen. Alles, was nicht biblisch ist, ist unbiblisch, würde ich mal sagen. Ja, richtig, genau. Alles Militärbevölkerung, so ist das. Das sind einfach die Nachkommen der unfassbaren Schlacht um Helenahausen. So. Helenahausen, Alter. Oh Gott. Es mangelt an Holz. 200 von Werk, 150. Ich brauche hoch. Ich brauche noch einen Zupfnagel. Warte mal, ich mache mal gerade Folgendes. 165. Ich mache mal gerade Folgendes. So, das ist sehr gerade. Wenn die Maus hier mal versuchen, irgendwie aus dem Bild zu kriegen. Dann machen wir hier mal so. Ob das hat funktioniert. Mit dem Inder. Mit? Wie bitte, Ossi? Was habe ich da gerade vernommen? Ich bringe gerade gute Ware, zum Sultan. Ich mache nochmal ganz schnell den Rechner hier, wie viele Fischhütten wir dann brauchen. Wir haben jetzt nämlich nicht mehr 260 Hütten hier, sondern 388. No Mensch, das klingt doch noch was. So, das bedeutet, 16 Fischerhütten braucht es dann. 16. So, wir haben 12, 4 braucht es noch. Ach komm, die mache ich noch schnell. Und dann machen wir nächste Folge. Ah, nicht genug wäre ich zurück. Wir. Ja, baue sie mal noch schnell hin. Ich guck mal noch, was ich mir hier verdingen kann. Ist das. Verdingen? Was ist das denn? Steinmetzhütte. Ja, acker mal ein bisschen. Wir brauchen wieder Stein. Habe ich genug Werkzeug übrig? So, Häuser für Familien der Soldaten. Nicht ganz. Vielleicht muss ich da nachher nochmal ranklotzen. Wie bringt er denn immer so 9 Tonnen pro, wa? Alles klar. So, wie viele Leute leben denn jetzt hier ganz kurz mal? 3104 Leute werden es hier werden. Das ist geil. Alles klar. Gut, dann. Vielen Dank fürs Zuschauen bei dieser Folge. Seid sehr ahoi und bleibt sehr ahoi. Seid sehr ahoi, auf jeden Fall. Ja. Auf hoher See, scheut die Wellen nicht, scheut den Seegang nicht. Und weil wir alle so gut sind, postet mal ein Wellen-Emoji in die Kommentarsektion. Ja, stimmt, das gab's ja. Okay. Und mit 6 pro 4 segeln wir in die nächste Folge und ihr seid morgen wieder dabei. Ab um 10 auf den respektiven Kanälen und auch im Internet. Überall, wo es Ossi und Wenne gibt. Das ist an ziemlich vielen Orten der Fall. Ja, na denn. Bis morgen. Vielen Dank. Bis zur nächsten Folge. Tschüssi. Tschüss.